ein bisschen tanzen. Ich begrüße alle recht herzlich zu dieser Retrospektive, die eine Rückschau ist. Es freut mich, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Von näher, aber auch von weiter fort. In Toggenburg und sonst von anderswo. Es freut mich auch ganz besonders, dass Frau Regierungsrätin Susanne Hartmann-Gillesen den Weg hier nach Graz gefunden hat, ins Werdenberg, und uns hier von St. Gallen wird auch noch ein paar Grußworte sagen. Danke vielmals, liebe Mäfi, guten Morgen. Liebe Walter, liebe Theresa, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass du, liebe Walter, hier mich eingeladen hast, als Ersatz, aber selbstverständlich normalerweise bei kulturellen Veranstaltungen ist meine Kollegin Laura Bucher da, aber ich habe sie sehr gerne vertreten, weil sie heute nicht kennt. Es ist mir näher, dass ich da ein paar Worte, ein paar würdige Worte an dich darf richten. Nicht nur als Mitglied der Regierung, sondern vor allem auch als ehemalige Schülerin von dir, liebe Walter. Die Ausstellung hier im Tätschdachhaus ist, wie es Marie vorhin schon gesagt hat, eine Retroperspektive auf eine 56-jährige Zusammenarbeit zwischen dir, Walter, und dem Jakob Eggenberger. Eine Zusammenarbeit von Sprache und von bildender Kunst. Der Walter hat einige Gedichte von Jakob Eggenberger illustriert. Man hat sie im ersten Raum gesehen. Das Büchlein habe ich mir gerade schon gekauft. Nicht nur wegen den wunderschönen Bildern, auch wegen den wunderbaren Worten. So fügen sich die beiden vermeintlich separaten Werke zu einem schönen Ganzen zusammen. Die beiden Teile ergänzen sich, vielleicht kontrastieren sie sich auch in einigen Teilen. Einzelne Punkte, die sich zu einem grossen Ganzen zusammenfügen, findet man etwa im Kunstwerk, in der Kunst von Walter. Die Farbe trägt er als einzelne Punkte auf. Das hat er auch uns als Seminaristinnen und Seminaristen so beigebracht. Diese Punkte die vermischen sich zu neuen Farben, zu neuen Farbverläufen und Texturen. Komplementärfarben haben es am Walter besonderes Atem. Das haben wir auch als Seminaristen dürfen erfahren. Wir haben Hausaufgaben bekommen von einer Woche auf die andere. Aber wenn man es mal doch nicht geschafft hat, am Sonntagnachmittag von dem Montagmorgen dann noch fertig überzukommen, ist der Walter zum Glück sehr, sehr nachsichtig gewesen. Und das Spiel eben mit diesen vermeintlichen Gegensätzen und mit diesen Kontrasten, da gibt den Bildern Tiefe und aber auch eine Lebendigkeit. Die vielen Punkte nebeneinander sind viel mehr als die Summe von einzelnen Teilen. Sie sind eben ein Ganzes, ein grosses Ganzes. So betrachtet kann auch jedes Bild von Walter auch als eine Art Abbild von unserer Gesellschaft gesehen werden. Gesellschaft, da wissen wir, besteht ja aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Individuen. Einige haben die gleiche Meinung zu etwas, andere sind nie miteinander einverstanden. Auch da finden wir Kontrast und Gegensätze. Diese Kontrast und die Gegensätze machen das Bild, also die Gesellschaft, erst lebendig. Unterschied machen das Zusammenleben zwar anspruchsvoll, aber natürlich auch interessanter. Alle Gegensätze ändern nichts daran, dass wir alle Teil eines grossen Ganzen sind. Die Ausstellung soll uns eine Erinnerung daran sein, dass Gegensätze und Kontrast nicht negativ sind. Sie machen, wie gesagt, das Bild lebendig und gehen Tiefe. Liebe Gäste, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Freude beim Erkunden von dieser Ausstellung. Und liebe Walter, ich gratuliere dir ganz herzlich zu dieser wunderbaren Ausstellung, zu deinem gesamten Werk und nachträglich auch ganz, ganz herzlich zu deinem runden Geburtstag. Es freut mich sehr, dass du immer noch so biff, sympathisch, lebendig bist. Man hätte dich auch wieder auf den ersten Blick kennt, ja, die erste vor 5 Jahren, wenn ich das letzte Mal gesehen. Freut mich sehr, dass du so gesund und munter bist. Ich würde dir aber auch noch danken. Danke für deine Unterstützung als ehemalige,
aber vor allem eben sehr untalentierte Schülerin. Es ist ja so, also es ist nicht, es ist eine Tatsache. Aber trotzdem, du hast mit deiner Unterstützung Freude am Gestalterischen, am Kreativen, uns allen gegeben, uns allen Seminaristinnen, die eben nicht die Begabung hatten wie du. Und vor allem mit deiner positiven Art hast du uns auch in anderen Lebenssituationen stark unterstützt. Wenn wir jetzt zusammen ein Lager gemacht haben, wo wir mit Schülern aus Seewelle Stadtgruppe machen durften, haben nachher dann aufgeführt als Mozart das Stück, wo uns am Anfang etwas irritiert hat, mit Schnapppuppen hier eine Oper von Mozart auszuführen, aber es war eine ganz schöne Woche mit dir. Ich danke auch dir wirklich für die Geduld, die du mit uns allen hast, und für deine Bestärkung, die hat uns ganz viel weitergebracht. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viele schöne, schöpferisch, kreative, gute Jahre und vor allem ganz viel gute Gesundheit, viele schöne Stunden mit der Theresa, mit deiner Familie. Alles Gute. Ihnen danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, der Jakob, der Köbi, war 10 Jahre in Winterthur Kantonsschullehrer und es hat ihn immer wieder ins Werdenberg zurückgezogen und hier im Berg gelaufen. Und so ist er 1966 einmal mit 3 anderen Männern, mit einem Grabser und mit jemandem von Winterthur, von Wildhaus über das Alpli gelaufen. Er hat rekognosziert für ein Schullager in Campervie. Und als sie hier am Alpli waren, ist dort einer gehockt und hat gemalt. Die waren natürlich gewundert und stehen geblieben und dem jungen Maler ein bisschen über die Schulter geschaut. Und einer von diesen Männern hat dann gesagt, ja, da könnte ich auch. Der Jakob hat offenbar ein bisschen genauer hergeschaut und hat dann gesagt, ja, der tut nicht nur einfach ein bisschen malen, der versteht etwas davon. Das ist gar nicht so schlecht. Sie sind weitergelaufen. Und so ist es dazu gekommen, dass die zwei, der Maler und der Jakob, dann irgendwann eben das Buchsjusen mal getroffen haben und gesagt,
Habe ich jetzt dich nicht gesehen dort hier oben und so, und wer bist denn du und so weiter. Und so hat der Kontakt seinen Lauf genommen. Und der Walter war hier, glaube ich, in St. Gallen, von Paris und London heimgekommen und so. Haben sie sich alle wieder getroffen am Wochenende im City draussen. Das war die erste Begegnung. Man hat über Gott und die Welt geredet, aber auch über Kunst und Kultur und was es so läuft und geht. Der Jakob hat erzählt, der Walter. Und heute war auch der Leo, der Bruder von Walter, dabei gewesen. Und so ist das eine Beziehung geworden, die jetzt eben gedauert hat, bis jetzt. In dieser Phase hat sich der Walter auch noch so ein bisschen mit Faust und seinem Gretchen befasst. Gell? Und hat dann einen Holzschnitt einmal gemacht zu Jakobs, oder einfach einen Holzschnitt, Jakobs Gedicht dazu, hat sich ein bisschen ergänzt. Ich träumte unterm Fliederbaum, die Luft war lau und schwer, und wie aus lang vergessenem Raum kamst du im Traum daher. Am Wege blühten Rosmarin und Ehrenpreis und Klee. Ich sah dich, eilte zu dir hin, da fiel der erste Schnee. Der Walter hat dann am 69 seine schöne Müllerin geheiratet, Theresia Müller, die Textilgestalterin war. Und im gleichen Jahr haben sie noch Katja bekommen. Tina. Oh, Entschuldigung. Ich wollte noch nachschauen. Und der Platz ist eng geworden beim Walter. Der Jakob hat am NTB angefangen und hat Platz gehabt, ein grosses Büro. Und so sind dann die drei Bilder ins Jakobsbüro gekommen. Es ist ein Bilder, die Walter zu dieser Zeit gemalt hat und eben nicht hin konnte. Wer will schon so ein Bild in der Stube hin, gell? hinten drauf auf diesem Bild steht Leute der Straße. Aber ihr habt hier geredet, der Mann, der fremd geht. Und der Jakob hat gesagt, hier oben hast du doch noch etwas hergeschrieben, wo du jetzt übermalt hast. Und dann hast du gesagt, ja, Salo, was so viel heisst wie Dreckskerl, Sauhund, gell? Hinten drin, wenn ich jetzt mit dem Walter geredet habe, dann hat er gesagt, ja, das ist, man geht von sich selber fremd. Also, man zeigt sein eigenes Ich und Innerste nicht einfach so auf der Straße und in der Öffentlichkeit, und die Leute wissen manchmal auch nicht so, was sie sagen sollen.
Der Jakob hat dann nachher einmal in einem Büchlein bei mir daheim dazu geschrieben, das Ich hat viele Masken, in denen es sich verbirgt. Die liebenswürdigste ist die des spielerischen Harlekins. Sein Gesicht ist am schönsten gemalt, der Harlekin als harmlose, versöhnliche Maskierung. Und scheu im Hintergrund der Knabe vor seiner Verwandlung. Zum Menschen gehört aber auch die religiöse Natur, dargestellt durch die Nonnen und die Schatten. Da hat es auch noch so Figuren. Hier die hässliche grüne Maske, mit der sich der Betrachter schwer tut. Aber es ging dem Maler darum, seine Wahrheit zu sagen. Der Jakob hat gesagt, er würde die drei Bekenntnisbilder nennen. Das da heisst Tempelreinigung. Ob es jetzt nach einem Gedicht vom Jakob gemalt hast oder du das gemacht hast, der Jakob hat auf alle Fall sein Gedicht von der Tempelreinigung nachher nebenher gesetzt. Und er schreibt, der Raum ist ein Tempel. Die Bezeichnung grotesker Realismus, hat einmal ein Dozent gesagt, der in sein Büro gekommen ist und die Bilder angeschaut hat, bezieht sich stark auf die Darstellung des Kopfes. Man sieht eine gesunde linke Hälfte des Gesichts und eine kranke, tote Hälfte auf der rechten Seite. Symbolträchtig charakterisiert durch das fehlende Auge, die abgestorbene Nase und den toten Kopf. Das Gedicht von Jakob, das er hergestellt hat. Du musst, ob du willst oder nicht, von Zeit zu Zeit den Tempel reinigen, der deines Vaters ist. Musst die Trödler hinauswerfen, das Volk hinauswerfen, damit der Geist deines Vaters weiß, wo er wohnt. Du musst die Leere ertragen danach, wenn du die Tische geräumt hast, die etablierten und die Tafeln gestürzt sind. Du musst warten auf Gläubige, die langen Stunden einsam sein, warten auf jene, die deines Vaters würdig sind. Thank you.
Ersten Weltkrieg war im Jakob sein Vater bei der Grenzbesetzung im Engadin. Er hat dem kleinen Kobeli viel vom Fextal erzählt. Und wenn es dann rauskam, sei es noch eine lange, lange Straße rausgegangen bis auf Sils-Baselja. Am 59 ist dann der Jakob, sein Vater ist am 53 gestorben und am 59 hat Jakob ein Auto sich leisten können und er ist dann ein erstes Mal auf Sils gefahren. Später ist dann das ein bisschen seine zweite Heimat geworden. Weil in den schwierigen Jahren dort am 67 ist er Ötsche gefahren. Wenn er dann über Julier gekommen ist, die Luft klarer geworden ist und er wieder ein bisschen freier konnte schnaufen, hat er gesagt, es war dann wie ein Befreiungsschlag, wenn ich in Baselja angekommen bin. Und zugleich war die Zeit ein in sich kehren. Damals sind sehr viele Gedichte entstanden. Er hat als Seminarist und Junglehrer geschrieben, Gedichte, dann als Kantonsschullehrer eigentlich nur so und später nochmal eben und nach 70, wo er am NTB angefangen hat, hat er eigentlich nur geschrieben. Aber zur Zeit halt mit dem Walter haben sie oder Walter ein bisschen müssen eben in sich gehen und so ist die Serie entstanden, der Wind weht wieder. Der Jakob hat dem Walter das, glaube ich, dann zeigen, es war ein Austausch, der Walter war beeindruckt. Und die Gedichte, es ist eine Gedichtfolge, haben der Walter eigentlich nur loslassen. Er ist dann, er hat ja jetzt aber Familie gehabt, hat auch nur einfach tun, wie er wollte. Er ist dann auch ins Engadin gereist, hat dort gemalt und in der Folge Holzschnitt gemacht zu diesen Gedichten. Vier davon hängen hier unten und dort hängen noch die Abschriften oder die Entwürfe, die du gemacht hast. Der Walter war ja auch Schriftenmaler. Er hat die mit feinen Pinseln die Gedichte auf die Grasfaser, Rohfasertapete geschrieben. Und der Walter hat mir, als ich bei ihm hinten war, gesagt, oh, ich habe die Original verbrennt oder weggeworfen. Und als ich daheim so am Nuschen war, hatte ich plötzlich ein gelbes Kuvert, wo die dahin waren. Ich habe dann aber gesehen, dass er hier etwas übermalt hat. Das Wort hatte keinen Platz mehr. Und unten dran hast du eine Ziele zu wenig. Dann kam es aufs nächste Blatt. Gekommen. Und dann habe ich dann gemerkt, das waren Probeschriften. Gewesen. Und habe gefunden, die müssen wir doch den Leuten zeigen, wie du geschrieben hast. Später hat er dann noch für das Sedan-Zentrum das nochmal geschrieben, das Bild hängt dort. Und der Walter hat mit dem Leo zusammen im 80 im BZB das Buch so eine grosse Ausstellung gehabt und hat dann eben die Gedichte, die er dort geschrieben hat, die sind dann gedruckt worden, verkleinert und dann ist ein Schuber oder das einfach ist dann entstanden. Da sind Gedichte, da ist der Holzdruck und da steht noch. Und da hat es eben auch noch ein paar vorige Exemplare gehabt. Ich wäre gerne eines, der mitnimmt, kann das. Und da im Herbst, am letzten, der Bruder Leo ist gestorben, der Jakob ist gestorben. Der Walter hat zwischen dir wieder malen und auch ein bisschen die Sachen verarbeiten und hat dann in pointillistischem Stil nochmal Bilder gemacht zu dem Gedicht von Jakob und hat mir dann gesagt, du, ich mache dann das nochmal ein Büchli mit diesen neuen Gedichten. Das liegt unten drauf auf und das ist jetzt rausgekommen. Es sind also die gleichen Gedichte und
irgendwann hatte ich dann die Idee, warum machen wir nicht eine Parallelausstellung. Dann kann ich einmal zeigen, was der Walter auch früher gemacht hat. Vor allem die drei grossen Bilder, die sind nie ausgestellt worden. Gell? So ist es zu dem gekommen. Und jetzt lese ich noch das letzte Gedicht. Das ist in einem von denen hinten. Dann kommen wir zum Schluss, es wird warm. Es heißt: Vor meinem Zimmer steht ein herrlicher Baum. Am Morgen blüht der Vogelbeerbaum durchs Fenster, golden und rot. Ist alles wahr und ist kein Traum und nicht tot? Die Steine leuchten, das Tor steht offen. Die Wiese ist gelb und blüht von Gras und Blättern und Hoffen erblüht. Der Tisch ist rot, die Beeren sind frisch, das Tor aus Holz und Stein. Der Herbsttag flutet zum Fenster herein. Es schmeckt durch Vogelbeerbaum und Stein und Blätter und Tisch wie Brot und Wein. Für die wohltuend herrliche Spiel. Und Jakob hat ganz sicher auch Freude. Er hat den Ueli auch noch kennt. Der Lorenz ist zu ihm in die Schule. Ihnen danke für die Aufmerksamkeit und dass Sie gekommen sind. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass unten dran die Exemplare auflegen. Wenn Sie einen kleinen Unkostenbeitrag geben, kommt der Katja zugute, die in Holland jetzt ein bisschen knapp durch muss. Es legen andere Sachen auf, auch noch vom Jakob, zum Teil ein bisschen private, aber wo ich denke, ihr sollt noch wissen, was er auch noch gemacht hat für uns, Familie. Und zu uns hat er gesagt, er kann dann mit ihr mitmachen, was er will. Es hat jetzt vor allem etwas zu trinken. Das ist ja wichtig, dass man jetzt trinkt. Und es hat ein paar Häppchen. Ich danke für die Kommission, dass sie uns das spendiert. Und im Hinterhof hat es frische Luft. Und ich hoffe, Sie haben auch noch ein bisschen anregende Gespräche miteinander und haben Freude, dass Sie einander wieder treffen. Lauter Freunde von Walter oder von Jakob. Danke allen zusammen.